Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr habt es wahrscheinlich in den letzten Stunden gemerkt, der ID2ALL wurde von VW vorgestellt und ich war auch eingeladen bei VW in Hamburg im Kongresszentrum. War ein super Event. Ich möchte euch aber nicht primär mit einem weiteren Vorstellungsvideo langweilen, sondern euch vielleicht mal so ein bisschen eine Analyse geben zu dem Auto. Was hat VW da geplant? Was gibt es dann eventuell auf der Straße und wie ist der Zeitplan und welche Zukunftsaussichten hat das? Bevor es zur Analyse geht, trotzdem hier mal meine Eindrücke vom Event in 7 Minuten kurz zusammengefasst. Entschuldigt bitte für die kleinen Tonaussetzer. Es waren dort jede Menge Journalisten da mit Wireless-Mikros und irgendwie haben die sich scheinbar gegenseitig gestört. Aber das ist nur am Anfang so, wird nachher besser. Schaut euch doch erstmal meine Live-Eindrücke an vom Event und dann bitte dranbleiben, denn danach kommt die Analyse. Ja, moin zusammen, Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin heute auf der Weltpremiere vom VW ID2ALL, also quasi der ID2, aber Sie nennen ihn jetzt ID2ALL. Wir sind hier in Hamburg im Kongresszentrum und der Wagen wurde hier gerade vorgestellt. Hier ist alles voller Presse, international. Die Show war auch wirklich gigantisch. Also es wurden hier Emotionen geweckt, alte VWs wurden hier auf die Bühne gefahren. Es riecht hier nach Verbrenner, zumindest die ersten Jahre von den 70ern bis 2020 waren da nur Verbrenner auf der Bühne. Danach kamen die elektrischen. Das ist das neue Zeitalter und hier stehe ich im Prinzip vor dem neuen Zeitalter von VW, der ID2ALL. Der soll unter 25.000 Euro Einstiegspreis haben. Also man glaubt es ja kaum, wenn man die heutigen Preise sieht, dass es möglich ist, ein Elektroauto für so wenig Geld zu produzieren. Aber VW hat es vor. Ja, das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, der Wagen wurde heute vorgestellt. Er wird im Prinzip 2025 geht er in Serie. Das heißt, auf der Straße haben wir ihn erst 2026. Das sind also noch 3 Jahre, Leute. Und mein, der Wagen sieht heute schon so aus, als möchte man ihn heute eigentlich schon fahren. Was ist in 3 Jahren? Was wird es dann alles geben? Gibt es dann eventuell einen Tesla Model 2? Kommt VW damit zu spät? Das werden wir sehen. Auf jeden Fall, die Werte von diesem Auto, die können sich eigentlich sehen lassen. Ich muss mal eben kurz zur Seite gehen. Hier ist alles voller YouTuber. Der Akku ist noch nicht bekannt. Er soll aber 450 Kilometer Reichweite haben. Die Frage ist, ob es nur eine Version geben wird oder zwei. Ich tippe mal darauf, es gibt 2 Versionen. Der Einstiegspreis unter 25.000 wird vermutlich eine Batterie haben, die unter 50 Kilowattstunden liegt. Ich tippe mal so auf 44, maximal 48 Kilowattstunden. Der Wagen ist aber von innen her ein Raumwunder. Leider kann man das im Moment noch nicht sehen. Ich blende euch aber mal Footage ein, was ich von VW bekommen habe, wie der Wagen von innen aussehen wird. Im Moment ist diese Konzeptstudie noch von innen ein VW Polo, aber von außen ID2ALL. Also so viel dazu. Ist halt noch nicht serienreif. Auf jeden Fall von innen extrem geräumig. Der Wagen ist ungefähr 4 Meter lang, 1,80 breit. Also gar nicht mal so groß, hat aber einen Stauraum, Kofferraum von 440 Liter. Und noch ein extra Fach von 50 Litern unter der Rücksitzbank. Außerdem hinten noch ein Trunk, den man richtig, wo man 2 Wasserkisten reinladen kann. Unglaublich, also richtig cool. Auch das Interieur sieht viel, viel besser aus als das, was wir jetzt in der ID-Familie gesehen haben. Man sieht im Moment zumindest überhaupt kein Plastik, alles ist mit Stoff bespannt. Und es gibt auch 2 wunderschöne große Displays. Displays, ein 12,9 Zoll Display als Multifunktionsdisplay und ein Tacho-Display von 10,9 Zoll. Also das sind schon mal 2 richtig schön große Displays. Es gibt eine schöne Mittelkonsole mit so einem Jog-Shuttle, so einem Drehknopf, Dreh-Drückknopf. Damit kann man dann wahrscheinlich das Multifunktionsdisplay bedienen. Es gibt auch eine Klimatisierung, die auch richtige Knöpfe hat. Die ist dann in der Konsole zu bedienen. Und es gibt am Lenkrad 2 Tasten jeweils je Seite und einen Drehknopf oder so ein Dreh-Scrollrad. Das heißt, sehr, sehr übersichtlich gestaltet. Also auch natürlich für die junge Zielgruppe. Er sieht so ein bisschen aus von hinten wie ein Taigo, finde ich. Von vorne wie ein bisschen wie ein VW Polo. Man kann ihm auch die Golf 7 Gene nicht absprechen, denn der Designer, der den Wagen gestaltet hat, der hat auch den Golf 7 Design. Und wenn man das mal so sieht und sich mit anderen Bildern vom Golf 7 mal vergleicht, dann sieht das natürlich schon sehr ähnlich aus. Und das ist sozusagen auch eins der herausstechenden Designmerkmale zusammen mit den sehr ausladenden Schultern hier. Also der Wagen sieht richtig sportlich aus für seine Größe. Und die Überhänge sind natürlich extrem kurz. Also ich würde mal sagen, das sind
höchstens 25 cm hier. Und auch dieser Diffusor hier hinten mit dem schwarz lackierten, mit der schwarz lackierten Schürze, das sieht richtig cool aus, muss man sagen. Auch das Lichtband hier, das hat schon was. Also für so einen kleinen Wagen, der 25.000 kosten soll, ist das schon ziemlich gut gestaltet. Jetzt gucken wir uns den Wagen mal von vorne an. Ja, und von vorne hat er ein durchgehendes Lichtband und vor allem auch ein typisches VW-Lächeln. Also wenn man den Wagen dann in der Totalen sieht, dann sieht man einfach, dass der Wagen lächelt. Und das macht einfach ein sehr, sehr schönes Bild. Es ist halt das typische VW-Gesicht, soll Optimismus ausstrahlen, Freundlichkeit und keine Aggressivität. Also alles in allem finde ich den Wagen halt optisch sehr gelungen, weil er nicht aneckt. Also der Wagen ist im Prinzip Mainstream-kompatibel. Das ist so ein bisschen VW, wie man es kennt. Es sind keine Wagnisse eingegangen worden, also nichts Extrovertiertes, keine innovativen Designideen, die unglaublich herausstechen. Von daher finde ich den Wagen sehr massentauglich. Zusammen mit dem Preis kann eigentlich nur ein Erfolg werden. Ja, muss ein Erfolg werden, weil Volkswagen hat angekündigt, bis zum Jahr 2030 80% ihrer Autos in Europa, die sie verkaufen wollen, sind rein elektrisch, also voll elektrisch. In 2030. Das sind 7 Jahre. Also viel Zeit ist nicht mehr und der kommt erst 2026 auf die Straße. Ich bin richtig ein bisschen enttäuscht, dass ich diesen Wagen nicht jetzt schon kaufen kann. Das hätte ich mir echt gewünscht. Ernüchternde Tatsache ist wahrscheinlich, dass diese 25.000 Einstiegsversion einen relativ kleinen Akku haben wird, sodass die Version mit einem größeren Akku, ich sag mal 58 Kilowattstunden, die wird vermutlich so um die 35 liegen. Der Wagen soll auch alle möglichen Assistenzsysteme haben, also Travel Assist soll er haben, er soll ein Glasdach haben. Auf jeden Fall alles, was man heute so hat, hat der Wagen auf jeden Fall auch in der Vollausstattung. Und dann denke ich, liegen wir eher so bei 35.000. Alles andere wäre für mich fast ein Wunder, sodass der Einstiegspreis halt nur der Einstiegspreis ist. Ja, das Wichtigste, Ladezeit. Also VW sagt, dieser Wagen soll von 10% auf 80% in 20 Minuten kommen. Das heißt, wenn ich einen 48 Kilowattstunden Akku habe, brauche ich auch mindestens 100 kW Ladeleistung. Aber dieser soll es haben, dieser muss es eigentlich haben. Vor allem, wenn die Batterie kleiner ist, dann muss die Ladeleistung so sein, dass man in 20 Minuten wieder weg ist. Sonst ist das eigentlich auch zu umständlich für die längeren Strecken. Wenn sie das schaffen, den so auf die Straße zu kriegen für das Geld, dann kann das nur ein Erfolg werden. Ja, so viel von mir in aller Kürze. Dann lasse ich mal ein bisschen Platz für die anderen Journalisten und so YouTuber, die hier noch filmen wollen. Abonnieren nicht vergessen, sagt der Tarek hinter der Kamera. Übrigens, Tarek filmt das gerade von Elektrobice, kennt ihr alle. Also wenn das Bild verwackelt ist, ne, dann war es Tarek. Ja, wir sind halt alle eine große Familie. Natürlich schneide ich das nicht raus. Ja, ich wünsche euch was. Mir hat es gefallen, hier zu sein. War ein schickes Event. Also war wirklich beeindruckend, was VW hier aufgefahren hat. Ich hoffe, es gibt noch was zu trinken, weil ich habe einen total ausgetrockneten Mund. Aber wir sehen uns dann beim nächsten Mal. War schön, dass ihr dabei seid. Bis dahin, macht's gut, ciao. Ja, so viel zu den Live-Eindrücken von mir vom Event. Da ist man natürlich so ein bisschen mitgerissen mit der Stimmung und deswegen möglicherweise auch so eine gewisse Euphorie. Jetzt im Nachhinein, wenn man das Ganze sich ein bisschen sacken lässt, dann kommen halt auch schon so ein paar Fragen zustande. Aber erstmal nochmal zum Auto. Diese 25.000 Euro Einstiegspreis sind im Prinzip genau das Next Big Thing, auf das die Leute ja warten im Moment. Weil die Elektroautos haben momentan noch den einen Haken, dass sie ein bisschen teuer sind, Förderung hin oder her, und viele Leute können sich das nicht unbedingt leisten. Und so ein Einstiegsmodell mit einer super Ausstattung und auch mit einem Design, was einfach massenkompatibel ist, wie das Auto, was sie da gerade vorgestellt haben, stößt genau in die Lücke, die wir heute eigentlich brauchen. Ja, Stichwort heute. Leider soll der Wagen erst Ende 2025 in Produktion gehen, was bedeutet, die ersten Autos auf der Straße sehen wir frühestens im ersten Quartal 2026. Das sind noch 3 Jahre bis dahin und bis dahin fließt halt noch sehr viel Wasser die Weser runter. Was andere Hersteller bis dahin auf den Markt werfen, das wissen wir noch nicht. Tesla Model 2 möglicherweise, Model Tau, wie sie es auch immer nennen. Vielleicht kommt es ja schon nächstes Jahr. Und dann wird es vielleicht eng in dem Marktsegment. Schauen wir mal. Aber nun noch mal kurz zum Auto. Was bietet Volkswagen hier denn eigentlich an? Also, die Version, die hier vorgestellt wurde, das ist natürlich auf dem Papier das Maximum, was geht. Und das ist mit Sicherheit nicht für 25.000 Euro zu haben. Denn das, was da drin sein soll, das ist im Prinzip ja alle Features, die wir heute haben, wie Travel Assist, IQ Light, bis zu 450 km WLTP-Reichweite, 166 kW, 226 PS, Topspeed von 0 auf 100 in 7 Sekunden. Der Akku,
Das wissen wir noch nicht. Es soll wahrscheinlich zwei Varianten geben, aber Top-Variante wahrscheinlich 54 bis 58 Kilowattstunden. Ja, Frontantrieb, Kofferraum 440 bis 490 Liter, je nachdem, ob man dann diese umklappbare Rückbank mitzählt und wenn man die Rücksitzbänke komplett umklappt, 1330 Liter. Der Stauraum ist schon mal viel, viel größer als im ID.3 zum Beispiel. Ja, dann zwei Displays, 12,9 Zoll, 10,9 Zoll, so ein Head-Up-Display und der Clou, eine 230 Volt Steckdose soll integriert sein. Ladeleistung von 10-80% in unter 20 Minuten, 11 kW AC. Ja, im Prinzip klingt das wie eine Wunschliste, wie man sich so ein 25.000 Euro Elektroauto eigentlich vorstellt. Und sie haben einfach mal gesagt, check, 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 all das machen wir. Ja, aber dann 25.000 Euro, ganz ehrlich, da steht immer dieses Wort ab. Und ab ist natürlich nicht die Ausstattung, die ich euch gerade vorgelesen habe, sondern ab ist im Prinzip die Einstiegsversion dieses gut ausgestatteten Autos. Was werden wir da vermutlich haben? Also es gibt die ersten Gerüchte, die sagen, der Einstiegsakku, der ist im Prinzip ein bisschen größer als beim VW e-Up. Der hat ja 32 Kilowattstunden. Der neue ID2ALL wird vielleicht 38 Kilowattstunden haben, aber mit Sicherheit kaum mehr als 40. Es wird auch mit Sicherheit ein LFP-Akku sein, allein schon aus Kostengründen. Ja, und dann, was hat es dann für eine Ausstattung? Die Basisversion wird ein Navi haben. Hat sie wirklich das große Display? Man weiß es nicht. Hat sie wirklich diese gute Innenausstattung, wo so gut wie kein Plastik zu sehen ist? Man weiß es noch nicht. Ich gehe aber mal davon aus, dass auch VW keine Wunder vollbringen kann. Und in 3 Jahren, da ist die Inflation ja auch noch weiter als heute. Also ob sie da wirklich für 25.000 Euro so eine Knallerausstattung liefern können, das wage ich mal sehr, sehr stark zu bezweifeln. Also in der Realität, da wird das Auto, was man haben möchte, natürlich mit einem größeren Akku ausgestattet sein. Da gehen die Zahlen im Moment bei 54 Kilowattstunden los, vielleicht bis 58 Kilowattstunden. Das wird dann die klassische Akkuchemie sein. Ja, und die ganze Ausstattung mit dem Travel Assist, mit dem Glasdach, mit der Steckdose, mit den ganzen Innenraum-Accessoires etc. pp., da werden wir mit Sicherheit nicht unter 35.000 Euro kommen für dieses Auto. Aber selbst das ist ja schon ein gewaltiger Fortschritt, wenn man so bedenkt, was andere Autos mit der Ausstattung heute kosten. Und die Alltagstauglichkeit von dem VW ID2ALL, die scheint ja doch relativ cool zu sein. Die haben jetzt auf Frontantrieb umgestellt. Das bedeutet, hinten ist jede Menge Platz und vom Stauraum her bietet es ja echt viel. Und das, was die Bilder zeigen, ich weiß nicht, ob sie computergeneriert sind. Auf jeden Fall war der Choke, das Showcar hatte diesen Innenraum noch nicht. Der basierte im Prinzip auf einem VW Polo von innen. Aber dieser Stauraum unten, dass noch ein Riesentrunk vorhanden sein soll mit ja, zwei Wasserkisten Platz, das ist ja schon ziemlich beeindruckend. Auch, dass man die vorderen Sitze komplett flach umklappen kann, das schafft über 2 Meter Durchreiche. Also das sind schon Werte, wo ich sage, Mensch, für so ein kleines Auto, was ja gerade mal 4 Meter lang ist, sieht das ziemlich gut aus. Ja, und softwaretechnisch, da haben sie in den Animationen da, in ihrem Videomaterial, was sie geliefert haben, ja auch aus dem Vollen geschöpft. Das sieht alles extrem cool und spielerisch aus. Auch diese verschiedenen Skins, die man für das Tacho-Display wählen kann. Sogar eine Golf-GTI-Variante für den Tacho oder so ein Kassettendeck auf dem Media-Display. Das sind schon Sachen, wo man sagt, hey, das ist ja richtig witzig. Ja, was ist mit dem Design? Das Design reißt einen natürlich jetzt erstmal nicht vom Hocker. Es sieht so ein bisschen aus wie, ja, aus der Zeit gefallen, wie von 2010 irgendwie eine Studie für den neuen Polo 2020. Ja, es ist aber auch so, VW hat halt gemerkt, dass gerade beim ID-Design auch viele Leute Kritik geübt haben. Das war ihnen irgendwie dann doch zu innovativ, weil man muss ja bedenken, die VW-Zielgruppe ist oft eben auch sehr konservativ, bodenständig und Mainstream. VW bedient nun mal den Mainstream, ist halt ein Massenmarkt. Sie wollen eben massenweise Autos verkaufen. Da sind dann Autos, die optisch anecken, sicherlich auch nicht so kompatibel mit der großen Zielgruppe, die sie halt haben. Und das machen sie natürlich beim ID2ALL komplett anders. Das heißt, der Wagen sieht im Prinzip ja so aus, wie VW immer aussieht. Man könnte auch sagen, langweilig. Das ist aber echt Geschmackssache. Und so langweilig finde ich den Wagen gar nicht. Der kommt sehr bullig daher. Die extrem kurzen Radstände, diese breiten Schultern, auf denen er steht, die Frontpartie mit dem durchgehenden Lichtband. Das sieht alles eigentlich ganz cool aus, nicht wahnsinnig innovativ, aber modern, frisch und fröhlich, und das könnte der Weg sein, den VW jetzt in Zukunft einschlägt für die neuen Modelle.
Bleiben wir mal gespannt. Ich bin auch gespannt, ob in 2 Jahren, 2,5 Jahren, wenn der Wagen dann wirklich vom Band rollt, ob er dann wirklich so aussieht. Für mich spricht jetzt im Prinzip nichts dagegen. Ich wüsste jetzt nicht, was man zwingend jetzt groß ändern müsste an diesem Showcar, weil der sieht im Prinzip so aus, ja, wie ich schon sagte, wie fast alle anderen VW-Modelle. Warum stellen Sie das jetzt gerade vor? Naja, Sie haben ja momentan eben nicht viel Neues anzubieten. Da wollen Sie natürlich die Flamme am Kochen halten. Und so eine Ankündigung für so ein Auto, da lecken die Leute natürlich Blut und freuen sich drauf. Und sie wollen natürlich vielleicht auch anderen Herstellern so ein bisschen den Wind aus diesen Segeln nehmen. Im Moment zumindest ist ihnen das gelungen. Das Medienecho ist gewaltig. Ich bin gespannt, ob der Wagen dann wirklich so auf die Straße kommt und nicht wieder am Ende was dabei rauskommt, wo wir alle enttäuscht sind. Ich hoffe mal nicht. Ja, das war meine kurze Analyse zum VW ID to All, ob er auch wirklich am Ende so heißen wird. Vielleicht heißt er auch ID Polo, wer weiß das schon. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir doch einen Daumen nach oben und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.